Hört, Pakal, Priester des Volkes vom Palenque, der Gott des Krieges hat eure Augen geblendet. Seht die Wahrheit, die Palenque tragen keine Schuld an den Überfällen, doch habt ihr uns angegriffen. Nun soll Inti über euer Schicksal entscheiden. Ja. Bruder, lasst euch nicht vor den Worten des hiesigen Kojoten täuschen. Mit Tacitus Hilfe werden wir siegen und die Stadt dieser Feiglinge dem Erdboden gleich machen. Hau. Oh, sie schicken noch einen Angriffstrupp. Das heißt, jetzt die Lagerstätte zerstören. Ach, und ich dachte, hier wäre jede Menge Gold. Habe ich mich wohl geirrt. Nicht mal hier ist Gold, schade. Das heißt, du kannst ruhig wieder Bauarbeiter werden. Hier ist kein Gold, schade. Oh, unser Speerträger sieht hier doch ein bisschen angefressen aus. Oh, und hier sollen neue Gebäude gebaut werden. Als würde ich das so einfach zulassen. Ja, wenn die Palenque Bauarbeiter hier einfach lang gelatscht kommen, ist das gut. Dann kann ich sie einen nach dem anderen abschießen. So, die zwei da unten auch. So, meine Bogenschützen wieder zum Angriff schicken. Wie sieht es bei dir aus? Du heilst noch. Oh, du hast dich aber weit verirrt. Hörst du auf dahin? Hör auf!
Wie hirnlos bist du, ey? So, ist der Tote auf dem Weg nach oben? Ja, natürlich auf dem Weg nach oben, direkt an dem Wachturm vorbei. Oh, dem Holzfäller sind die Rohstoffe ausgegangen. Dann produziert halt nichts mehr. So, ihr macht da noch was kaputt. Du bist der letzte Schwertkämpfer. Oh, das Holzfällergebäude natürlich noch. Aber ich denke, das meiste... haben wir jetzt schon kaputt gemacht. So, ziehen wir mal unsere Truppen in vorhersehbarer Weisheit. Zurück. Während wir darauf warten, dass der Junge erwachsen wird, wer der letzte Überlebende ist. Gott, wie grausam das klingt, ey. Yeah.
Ja, meiner kleinen Kampftruppe geht's gut. Ach so, das war der UFO-Absturz, genau. Norwin? Soll ich doch sicherheitshalber hier nochmal speichern? Ah, das sollten jetzt alle gewesen sein. Ich glaube nicht, dass hier welche die Welt ist. Zusammen mit den Kriegern der Nachos hatten unsere tapferen Helden den Palenque eine vernichtende Niederlage beigebracht. Doch noch ehe der erste Jubelschrei über die Lippen der Männer kam, stießen die Nachos einen furchterregenden Kriegsruf aus und griffen uns plötzlich hinterrücks an. Mein Vater und seine Krieger waren vor Überraschung für einen kurzen Moment wie gelähmt. Dann zogen sie wutentbrannt ihre mächtigen Waffen und kämpften um ihr Leben. Ja, besiege die heimtückischen Nachos. Haha, ihr dummen Bartgesichter. Chicken Wing hat euch mächtig an der Nase rumgeführt. Seit Monaten schon versuchen die Nachos, den Schatz der Palenque zu rauben. Und endlich ist es mit eurer Hilfe gelungen, dieses Feigepack zu besiegen. Haha, jetzt gehört der Schatz uns. Haha, und nun sterbt. Ja, ich habe zwei Bogenschützen verloren. Ihr beide, ihr könnt euch zurückziehen, das ist besser. Die Sicherheit. Komm, zieh dich zurück, kämpf nicht im Freien. So, mach die Vorratsset zu Kleinholz. Oh, da kommen noch mehr Truppen. Mission erfüllt. Bei Thor, wie waren wir von diesen elenden Skrälingen getäuscht worden? Loki selbst hätte es nicht besser vermocht. Hatten sie uns doch am Ende nur dazu benutzt, um an den Goldschatz der Palenque zu kommen. Und wir hatten uns so erbärmlich täuschen lassen und ihnen auch noch dabei geholfen. Nun, sie hatten ihre Strafe dafür erhalten. Doch wenn ich heute bedenke, welche Schuld jeder unserer Männer damals auf sich lud, als dieses friedliebende Maya-Volk mit unserer Hilfe von der Erde getilgt wurde, bete ich zu den Göttern, dass sie uns diese Schuld vergeben mögen. Ja, ist halt doch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ja, ja. Gut, damit können wir die Mission beenden und uns noch einen Blick in die nächste Mission erhaschen. Jetzt, wo sowohl die Nachos als auch die Palenque, die jetzt also definitiv Maya sind, weg sind. Gut. Ja, zurück zum Hauptmenü.